Herzlich willkommen zurück zu Let's Play die drei Fragezeichen, Plan der Chamäleon-Bande. Wir sind auf der Ranch der Greens. Und Schatz ist auch dabei. Birded House. Genau, ja. Auch da. Hallo. Und wir gehen jetzt doch mal zum Weingut an sich. Zum Weinberg, ja. Ja, und wir sollen ja praktisch die Berge im Auge behalten. Ich versuche mal auf die Berge zu klicken. Das ist nicht von Erfolg gekrönt. Und dann vielleicht den Wald davor. Moment. Hups. Ach, da waren wir schon mal. Das wäre jetzt nicht ratsam. Ach so. Was? Ja, ich habe auf diese Bretter hier... Ach so, weiter in den Wald zu gehen. Ja. Soll das ein Fluss sein, der ausgetrocknet ist? Sieht so aus, ne? Ja, irgendwie sowas. Also müssen wir da wahrscheinlich irgendwann hin, sonst würden da gar keine Bretter liegen. Das wäre. Ja. Ich gucke, ob ich hier noch irgendwas anderes anklicken kann. Sieht aber gerade nicht danach aus. Kann man hier mit der Kreide... Nein, kann man nichts machen. Gut, dann... Kann man hier noch mehr anklicken? Da war ich gerade, okay. Es sind auch wirklich nur drei Bilder hier, wie es aussieht. Oh, da hinten ist noch was, oder? Darf ich aber nicht hin. Hm. Kannst du noch mal eins zurück? Bestimmt. Und jetzt mal den Wald anklicken. Also da so. Ja, ja, habe ich auch schon probiert, aber... Ups, ach. Ja, dann müssen wir noch mal zu den Hütten. Hier vielleicht noch mal. Ja. Es hieß ja, wir sollen es im Auge behalten. So nah am Wald sind die Hütten doch das Erste, was dem Feuer zum Opfer fällt. Ja, ja, wissen wir. So ein Foto. Das Handynetz ist komplett überlastet. Ich wollte ja auch ein Foto machen. Hm. Ja. So nah am Wald sind die Hütten doch das Erste, was dem Feuer zum Opfer fällt. Versuch mal die ganzen Fenster und Türen der Hütten anzuklicken. So nah am Wald sind die Hütten doch das. Okay. Ich glaube nicht. Ich dachte halt, vielleicht müssen wir da noch jemanden warnen oder so. Ja. Und da die Leute unten am Bildrand? Nee, also meistens kann ich diese Schatten sowieso nicht anwählen. Ja, aber ich habe gedacht, vielleicht kommt man da noch mal näher ran oder so. Ja. Können wir hier drin noch was machen? Weil in dem Buch hieß es ja, wir sollen die Umgebung und vor allem die Berge und die Hütten im Auge behalten. Vielleicht kann ich hier auf den Berg klicken. Das sind doch Berge, oder? Ja, ja. Hm. Und da jetzt hier auf den Berg, da kommst du zur Mine, oder? Nur wenn ich hier unten hinklicke. Also hier die Mine ist, ja, wäre ich dann hier. Hm. Was wollen sie denn jetzt von uns? Die Mitarbeiter wirken etwas ratlos. Offenbar läuft die Anlage nicht rund. Ja, da können wir ja auch nichts für. Ha. Ja, vor allem ist es jetzt aktuell nicht unsere größte Sorge. Nö. Ach, wollte ich gar nicht. Hier steht ja auch nichts Neues. Ja. Die Weinberge im Auge, vor allem in Richtung Wald und Hütten. Ja, aber also, haben wir da irgendwas übersehen? Was soll ich denn noch hier machen? Kannst du mal die Vogelscheuche anklicken? Ja, habe ich auch schon ein paar Mal, aber da passiert nicht wirklich was. Ich habe gedacht, vielleicht wegen dem Wind oder so, aber... Naja. Das Einzige, also hier in diesem Bild, und da konnte ich ja noch wenigstens hier das anklicken. Das wäre jetzt nicht ratsam. Hm. Vielleicht kannst du noch mal in das erste Hauptbild und noch mal den Baum mit den gelben Bändern anklicken. Vielleicht kommt er dann noch mal auf den Wind zu sprechen. Ganz schön windig. Kommt ganz da, schön, ganz schön, ganz schön windig. Nee, okay. Ich versuche noch mal mit ihr zu quatschen. Ich bin euch für die Unterstützung sehr dankbar. Benutz mal dein Handy oder die Kreide mit ihr. Vielleicht hilft das ja. Aber das Handy... Das Handynetz ist komplett überlastet. Und immer das. Telefonieren. Auf den Fernseher? Dann sagt sie nur das. Ich hoffe, Chang passt gut auf sich auf da draußen. Und hier sagt sie... Die aktuellen Stromschwankungen ziehen auch das Festnetz in Mitleidenschaft. Die Bänder sind immer noch hier. Und die kann ich nicht mehr nehmen. Die waren ihr ja so wahnsinnig wichtig. Ja, jetzt sind sie da. Hm. Okay.
okay. Also den einzigen Hinweis, den wir haben, ist auf die Weinberge und den Wald und die Umgebung. Also denke ich mal, dass da wirklich noch irgendwas ist, aber... Vielleicht soll ich nochmal gongen und jetzt nochmal noch eine Warnung aussprechen? Nein, Justus. Bettelei um Nachtisch ist kein triftiger Grund, um den Gong zu schlagen. Hm. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt schlafen. Geht auch nicht. Wie gesagt, ich bleibe dabei, dass es irgendwas bei den Weinbergen sein muss. Ich weiß, wir haben schon alles durchgeklickt. Ja, aber eben. Deswegen, ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ich könnte gerne nochmal hier oben im Himmel klicken. Aber hier ist nichts zum Anklicken. Es ist den Weinberg und insbesondere den Wald und die Hütten. Ja. Hier ist der Wald. Vielleicht sollen wir irgendwas Bestimmtes finden, was hier sich im Bild versteckt oder Kannst du die Fässer mit Kreide markieren? Wahrscheinlich nicht, aber... Ma. Ich kann gerne nochmal hier hin. Ich kann nochmal diese Maschine hier anklicken. Eine alte Traubenpresse. Das hatten wir auch schon. Hoffentlich eine Kannst alte du die Traub... Hintere, so nah am Wald sind die Hütten doch das Erste, was dem Feuer zum Opfer fällt. Kannst du... Dieses Fass hinter dem Typen, das mit der halben Abdeckung, kannst du das anklicken? Sieh nur, Just. Die Arbeiter wappnen sich mit Wasser. Als wenn sie mit den paar Fässern etwas ausrichten könnten. Haben sie keine Schläuche? Die Bewässerung der Weinberge könnte die Ernte retten. Aber um die Hütten ist es schlecht bestellt. Mit einer Wasserschanze zwischen Wald und Hütten ließe sich Schaden abwenden. Klar doch. Mit Wasser aus 3-4 popligen Fässern. Oh. So blind, wie er dir erscheint, ist der Aktionismus der Leute nicht. Sie brauchen mehr als unsere moralische Unterstützung. Tatkraft! Und wir zwei beide schleppen ganz locker zig Fässer herbei, hä? Wer sind wir? Superman und Popeye? Wir markieren die Fässer, die sich eignen, und die Schlepperei überlassen wir unseren dienstbaren Geistern. Sie brauchen nur bei Zeiten einen Wink. Worauf warten wir noch? Okay, jetzt können wir Fässer markieren. Okay. Dann fange ich mal an. Was, ich sag jetzt 30. Was sagst du? 25. 20. Okay. Ich hätte es echt mit mehr gerechnet. Dass sie auch wirklich zwei Farben drauf malen, ne? Ja, ja. Ach ja. Das ist doch wieder eine schöne Aufgabe. Ja, wenigstens wissen wir, was wir tun müssen. Ja, das ist schon mal gut, ja, auf jeden Fall. Und es macht durchaus Sinn. Also mehr als das Kelly. Das ist richtig. Aber wir könnten eigentlich diese Fässer auch gleich hinschleppen. Schließlich sind wir, glaube ich, die Jüngsten hier. Ja, aber wir haben noch nicht so viel Lebensjahre gehabt, um Muskelkraft aufzubauen. Das wird es wahrscheinlich sein. Vor allem Peter, der Sportliche. Ich weiß auf jeden Fall, dass in dem Lokal auch noch einige gestanden waren. Ja. Gelten nur die hier im Vordergrund? Was meinst du? Oder auch die ganzen hinten da? Ne? Eigentlich sehen die hinteren genauso aus, aber ich denke eher nicht, aber probier's ruhig. Nee. Das auch nicht mehr. Ne? Nee, okay. Dann gehe ich nochmal hier in das Hütte. In das Hütte. Geh in die Hütte. Da hinten? Ich sehe ganz genau, was los war. Ja, wir sind die Presse. Hä? Du siehst ganz genau, was los war. Das ist schön. Ja, die Pferde sind weg. Ja. Vielleicht hätten wir doch irgendjemandem sagen sollen, dass es, warum wir die Fässer markieren. Ja, vor allem ist das total bescheuert. Die Leute sehen doch selber, welche Fässer geeignet sind, ob da jetzt ein Fragezeichen drauf ist oder nicht. Mhm. Also wirklich Arbeit erleichtert haben wir damit nicht. Wir haben nur unser Gewissen beruhigt. Okay, das,
Dann müssen wir die wahrscheinlich zu dieser Tränke wieder hin. Oder Tränke. Pass auf, so vielleicht? Auch nicht. Oder hier? Ha. Klick mal den an, der ein bisschen heller ist als die anderen. Und auf die Fässer drauf? Ja, habe ich eben schon probiert, aber... Oder auf den Wald? Hast du normal mit Lydia gesprochen oder nur mit den Fässern probiert? Nur mit den Fässern tatsächlich. Ich bin euch für die Unterstützung sehr dankbar. Oder sollen wir die wieder aufs Auto packen? Nee, ja. Wir haben ja die Fässer gar nicht. Wir haben sie nur markiert. Ach ja, stimmt ja. Du kannst noch mal ins Buch gucken. Ah, wir können den Gong schlagen. Ah, das ist eine gute Idee. Nein, Justus. Bettelei um Nachtisch ist kein triftiger Grund, um den Gong zu schlagen. Und wenn ich vielleicht die Fässer mit dem Gong... Ah! Ah. Gut gegongt, Graf. Die Hütten der Arbeiter sind in Gefahr. Für eine Barriere benötigen sie weitere Fässer zum Auffüllen. Wir haben Behälter markiert, die entbehrlich sind. Mit Fragezeichen. Jetzt brauchen wir starke Arme. Da rauschen sie hin. Beleidigt oder eifrig, das ist die Frage. Ja, das haben wir doch toll gemacht. Na super. Wir haben den Laden voll im Griff. Ich bin euch für die Unterstützung sehr dankbar. Das ist schön. Am besten du guckst mal nach, ob sie das mit den Fässern richtig machen. Okay. Die Fässer sind auf jeden Fall schon mal weg. Ja. Vielleicht machen sie jetzt hier eine Wasserkette? Die ausgemusterten Fässer sind tatsächlich zur Stelle und gefüllt. Aber wie soll sich das Wasser auf breiter Front verteilen? Da hinten steht's. Wir können die Fässer wohl kaum umstoßen. Außerdem gehe ich da garantiert nicht näher ran. Und jetzt? Von Weitem pusten? Von Weitem? Oh. Peter, mein Sportsfreund, wie gut bist du im Baseball? Baseball? Ist das dein Ernst? Dann sollten wir uns sputen. Ja, wir dürfen Baseballs suchen. Das sagt heute auch keiner mehr, oder? Wir sollten uns sputen. Nee. Sagt das noch jemand? Ich glaube nicht. 3. Okay. Ja, die anderen sind im Zimmer. Ja, einer war im Zimmer und einer war, glaube ich, noch bei mir. Ich weiß noch, wo einer war. Wo war denn der dritte? Warte, ich glaube in der Hütte. Die habe ich tatsächlich schon alle gesehen. Ich glaube, einer war hier. Ja. Oh, gut. Und einer im Zimmer, wie du schon sagst. Weil die sind mir die ganze Zeit schon aufgefallen. Da brauchen wir jetzt gar nicht lange suchen. Der ist da. Dann brauchst du wahrscheinlich auch den Baseballschläger. Du bist gut. Und normalerweise ein Handschuh. Ja. Ohne Mütze? Ja, vielleicht geht's auch ohne. Nee, du musst ja nur schlagen. Du musst ja nicht fangen. Ich weiß, wo der Handschuh ist. An der Vogelscheuche? Ja. Aber wie gesagt, eigentlich brauchen wir den ja gar nicht, weil wir fangen ja gar nicht. Na gut. Geben wir der Vogelscheuche den Baseballschläger? Nein. Ich glaube nicht. Tun wir nicht. So, dann mache ich jetzt so und so. In Deckung, Justus. Ich hole aus. Ach, geil. Arkanoid. Ah, so schnell war ich. Du musst so schnell sehr beiden. Geil, Schatz, ja. Ich war nicht so schnell mit den Fingern bei der Tastatur. Entschuldige bitte. Das ist. Auf dem alten Amiga gab's das. Das ist Arkanoid. Ah, normalerweise hat das Auswirkungen auf das Schiff hier unten. Ja, aber ich glaube, du hast es nicht richtig erwischt. Ja. Sehr cool. Ah, Mist. Ich darf den Ball ja nicht fallen lassen. Obwohl du ja eigentlich... Ja, toll. Ich krieg gar keinen so zu fassen. Das werde ich nie erfahren, was die du Dinger... Du hast eigentlich 3 Bälle eingesammelt, jetzt hast du aber nur einen. Ja. Ja, aber du musst... Genau, das grüne und das gelbe Ding musst du jetzt fallen. Der hat beschleunigt jetzt. Okay, das war jetzt nicht so gut.
Ja, du hast nur eins von drei, was auch immer. Ja, sehr gut. Oh, gibt mehrere Stufen. Ach so, drei Runden sind's, okay. Ha, schneller ist scheiße. Ganz konzentriert bleiben, Schatz. Oh. Ja. Ey, so steck aber kann ich gar nicht. Du startest wieder in Runde 2. Ja, so steck kann ich gar nicht auf die Tastatur greifen. Das ist ganz. Boah. Aber schön. Aber das ist. Oh, das ist aber eine geile Idee für ein kommendes Amiga-Let's Play. Irgendwann mal. Weil ich will unbedingt nochmal Akarin spielen. Das ist ja richtig geil, die Idee. So, langsamer ist besser. Ja, mehrere sind gut. Ich kann dir da jetzt auch nicht großartig Tipps geben. Ja, toll. Wie soll ich denn so schnell? Du musst halt besser reagieren, Schatz. Schatz, ich bin alt. Ja. Danke. Ja, rot ist gut. Grün ist immer doof. Du bist aber wieder in Runde 1, so wie es aussieht. Nein, das ist Runde 2, 3 ist das, Mensch. Das sehe ich doch so. Da muss ich den Blauen nicht erwischen. So. Da war ich früher auf einer Amiga richtig, richtig gut drin. Da, 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 da. Ja, hast du gut gemacht. Du hast die Welt gerettet. Gut gemacht, ja, ja. So, jetzt scheint die Sonne auch wieder. Oh, schön. Alles ist wieder gut. Das Gelände ist mir nicht geheuer. Eine alte Traubenpresse. Gut gemacht, Peter. Aber wie lange wird das vorhalten? Welches vor? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Immerhin dürften sich alle in Sicherheit gebracht haben. Ich wette, wenn du jetzt in dieses Waldstück gehst, dann ist da, wo die Brücke ist, auch Wasser im Bachlauf. Ja, aber sieht's ja von hier schon. Ja. Soll ich jetzt rübergehen? Ja. Ich bin doch nicht lebensmüde. Warum Nein. nicht? Das sind rote Sachen. Blut. Das sieht aus wie Blut, aber ich glaub's eher nicht. Mutter. Butter? Mutter. Ach, Mutter. Butter. Warum sollte da Butter liegen? Wie Justus, der denkt auch nur ans Essen. Nur. Lydia ist weg. Alle haben sich in Sicherheit gebracht und retten ihr Leben, bloß wir nicht. Dann können wir jetzt gleich telefonieren. Tot. 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 Ja, kannst du das Obst mitnehmen? Das ist bestimmt aus Wachs. Ich kann dir ja meine Zahnbürste leihen, Just. Ich wollte das Gepäck mitnehmen. Das, werter Kollege, wirst du schön bleiben lassen. Gepäck wird überbewertet. Wird. Ich weiß gar nicht, warum wir hier ein Zimmer bezogen haben. Wir müssen jetzt sowieso alle abhauen. Das war ja nicht absehbar. Wo ist Lydia denn jetzt? Ich korrigiere. Jetzt herrscht tote Hose. Vielleicht sollten wir noch mal in unser Zimmer und den Autoschlüssel holen. Das ist die Idee. Seit gestern sind meine Autoschlüssel durch viele Hände gegangen. Anscheinend nicht. Jetzt haben die Autoschlüssel die Schnauze voll und lassen sich nicht mehr aufnehmen. Wir legen übrigens auch nicht den Baseballschläger zurück. Natürlich nicht. Der Gong ist auch weg. Ich kann nicht mal mehr um Hilfe rufen. Warum haben die den Gong mitgenommen? Vielleicht müssen wir jetzt in die Mine. Ja, Chan, wahrscheinlich. Bist du das? Justus? Und Peter? Und wieder ein entspannter Aufenthalt in Verdant Valley. Bob geht es soweit gut. Später mehr. Erst muss ich die Anlage stoppen. Und dann bitte den Drachen, der mir ständig in den Nacken haucht.
Ja. Der alte Generator hat seine Macken. Er versorgt den Tunnel mit Licht und Luft und hält bei Engpässen die Anlage am Laufen. Mit etwas Geschick kann ich beides schadlos voneinander abkoppeln. Aha. Ich brauche etwas Konzentration. Hab ich gerade nicht dabei. Ich brauche etwas Konzentration. Tante Lydia sorgt sich um das Wohl unserer Leute. Sie überzeugt sich davon, dass niemand fehlt. Dann hat sie uns auch vergessen. Ja. Du, Just, siehst du auch, was ich sehe? Ich meine, da hinten, bei den Fenstern? Funkenflug. Solange die Anlage läuft, ist an die Fenster schlecht heranzukommen. Hoffentlich hat sich noch nichts entzündet. Aha. Wenn wir also nichts unternehmen, stoppen. Wer dann? Ja, aber... Red doch mal mit Chang nochmal. Ich brauche etwas Konzentration. Wie sollen wir denn jetzt die Anlage stoppen? Indem wir einen Anruf von Bock kriegen. Wenn Bock es in der Halle zu brennen beginnt, stimmt. Haben wir ganz schlechte Karten. Zumal ich keine Sprinkleranlage entdeckt habe. Weder eine automatische noch eine handgesteuerte. Bei hochprozentigen Spirituosen wäre das unverantwortlich. Bei Wein, nun ja, regeln auch das die Konditionen einer Sachversicherung. Es geht mir gar nicht um den Wein, sondern um die Kartons. Wenn die erst einmal in Flammen stehen. Bis Chang die Anlage abgestellt hat, verstreicht kostbare Zeit. Die sollten wir nutzen, um einen kühlen Kopf zu bewahren und uns schlimmstenfalls nasse Füße zu holen. Verstehe. Nach Baseball ist Wassersport angesagt. Fehlt nur noch etwas zum Betanken. Er will das betanken, das Auto. Nein. Er will irgendwas mit Wasser betanken. Mit Wasser? Ja. Es ging doch um nasse Füße, Wassersport und was weiß ich was. Ja. Weil die Anlage keine Sprinkleranlage hat. Das heißt, sie brauchen jetzt irgendwas. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit. Ja. Sie brauchen jetzt halt irgendwas, was sie mit Wasser befüllen können, damit sie es dann als Sprinkleranlage benutzen können. Ja, wir haben doch dieses tolle Traubenpress-Ding. Eine Traubenpresse? Kannst ja keine Sprinkleranlage. Ich habe die Greens ihr Modell. Das Gelände ist mir nicht geheuer. Na gut. Vielleicht gehen wir jetzt doch mal über den Fluss. Meinst du, er ist jetzt doch lebensmüde? Ich bin doch nicht lebensmüde. Anscheinend nicht. Vielleicht gucken wir noch mal in den Laden rein. Ja. Also hier ist, glaube ich, gar nichts mehr. Nee, dann muss es doch irgendwas in der Mine sein oder so. Oder die Tankwagen hier? Nee. In der Mine, meinst du? Da steht ja noch irgendwo was rum, was wir benutzen können. Ich habe das hier angeklickt. Wenn wir nichts unternehmen, wer dann? Den können wir nicht, den Generator. Und er muss sich konzentrieren. Ich brauche etwas Konzentration. Ich glaube, hier ist es nicht. Vielleicht im Haus nochmal. Es bleibt ja nicht mehr viel, ne? Im Fernseher. Tot. Tot. War da noch was? Das Haus besteht doch nur aus zwei Zimmern. Die Wasserpistole. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich schon. Ich habe mich schon gefragt, warum sie die brauchen. Die können wir jetzt mit Wasser füllen. Hier vielleicht? Nee, da bei den Hütten. Bei diesem Wasser. Ja, ja, kann auch so. Wem geben wir die jetzt? Wir gehen jetzt damit in die Mine und imitieren eine Sprinkleranlage. Das ist total bescheuert. Oder spritzen da die Fenster ab, genau. Na los, Just. Wassermarsch! Der war gut getroffen, ne? Ja. Ach, die Flaschen soll ich gar nicht, ne? Schade. Nee, du sollst nur das, was brennt. Ich war so stolz, dass ich die Flasche getroffen habe. Ja, da wusste man es ja auch noch nicht. Ist auch sehr anspruchsvoll. Das wird noch schon. Du übernimmst, ich fülle nach. Okay. Ah, jetzt glaube ich, ist jetzt schneller.
Musst du auch nur 32 Mal treffen. Na denn. Dein Part. Ich tanke auf. Ja, es wird ein bisschen schneller, aber jetzt auch nicht wirklich. Ja, wenn du den jetzt natürlich einmal verpasst. Ich weiß nicht, ob du deine Pistole bewegen kannst. Nein, ich kann nur mit links klicken. Okay. Du übernimmst, ich fülle nach. Dann darfst du dir keinen Patzer erlauben. Ja, das wird schon nicht so schwer werden. Ja, wahrscheinlich wirst du sogar einen verzeihen, keine Ahnung. Also, wenn das jetzt so bleibt, dann ist es jetzt nicht wirklich schwer. Dein Part! Ich tanke auf! Fünf. Wahnsinn, ne? Vier. Du übernimmst, drei, ich fülle nach. Zwei. Jetzt noch zwei. Einer noch, ja. Da brennt noch einer. Ja, das ist interessant. Das war eine hammerschwere Aufgabe. Ja, das war schon... Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich danke euch. Offenbar sind die Kontakte der Anlage verschmutzt, sodass sie partout nicht reagierte. Ich kappe nicht gerne den Strom, aber es war höchste Zeit. Ihr seid die reinsten Schutzengel. Ich hoffe, die kleine Martinez hat auch einen. Soll ich fragen, ja, wer die kleine Martinez ist? Die kleine Martinez? Wer ist das? Clarita Martinez ist 8 Jahre alt. Ihre Eltern konnten sie nicht finden. Natürlich ist die Sorge groß. Wartet, ich habe ein Foto von meinem Patenkind. Die ist im Wald. Ja, natürlich ist sie im Wald. Clarita trennt sich nie von ihrem Tutti-Frutti-Hut. Den habe ich schon gesehen. Den hat sie von ihrer Granny. Die Dame mochte Filme mit Carmen Miranda, einer Hutmacherin mit eigenem Stern auf dem Walk of Fame. Behaltet das Foto. Clarita muss nicht in Gefahr sein. Aber sie versteckt sich gern. Vielleicht spürt ihr sie auf. Der Hut liegt bei der Vogelscheuche. Ja, aber komischerweise waren halt sowohl in dem Laden als auch im Haus diese riesen Obstkörbe gestanden. Das stimmt. Vielleicht soll das einfach nur da... Clarita Martinez? Der Schein trügt. Ah, wir sollen... Oh Gott, wir sollen die alle finden, die Orte. Ja. Ah, okay, ich guck mal, ob hier da was ist. Da, im Fenster. Im Fenster. Das da? Clarita, ja. Martinez? Tatsache. Das hätte ich jetzt gar nicht mal als solches erkannt. Der Schein trügt. Das klingt so ein bisschen wie der Berg ruft. Das habe ich komplett verdrängt. Dass es das mal gab. Das Lied? Ja. Ich fand das total geil. Das war von K2, ne? Das weiß ich gar nicht, von wem das war. Der Berg ruft. Was total Sinn macht. Hallo? Ist da jemand? Nada. Aber es zählt trotzdem. Warum sagst du dann nada? Wahrscheinlich ist in jedem Bild eins. Da, hier. Nee. Clarita Martinez? Der Schein trügt. Der Berg ruft. Ich wette, wir können jetzt erstmal nur 6 finden und dann tauchen Clarita Martinez? Auf, ist sie dann. Der Schein trügt. Beim nächsten Mal sagt Peter wieder nada. Das haben sie übrigens auch einfach aus dem letzten Fall genommen oder vorletzten. Das mit dem Riesenkraken war das, glaube ich. Nada. Hallo? Ist da jemand? Nada. Was war das denn jetzt? Der grüne Kranz. Du wolltest ihn doch immer unbedingt haben. Jetzt habe ich dann geklickt. Ja. So, jetzt muss sie ja irgendwo sein. Ja, wahrscheinlich ist sie jetzt hier draußen irgendwo. Das glaube ich hier nicht. Das sind ja einfach nur Weine. Hallo? Ist da jemand? Nada. Ja. Dann ist sie doch nicht da. Hier, hab Obstkorb für dich. Trotz ausgiebiger Suche konnten wir Clarita nirgends entdecken. Das ist bedauerlich. Ich hätte ihren Eltern gern eine gute Nachricht überbracht. Ja, ich bin mir immer noch relativ sicher, dass wir hier hingehen müssen. Ich bin doch nicht lebensmüde. Mit dem Bild. Clarita Martinez, wo steckst du?
Also müssen wir sie trotzdem immer noch finden, oder? Ich bin doch nicht lebensmüde. Ja, weiß ich nicht, aber sieht so aus, ne? Guck mal ins Buch. Okay. Also, ja, hier ist es aber anscheinend nicht. Können wir nochmal mit Chang reden? Stimmt, den haben wir noch gar nicht auf die Clarita angesprochen. Wo steckt dieses verflixte Haus? Was ist mit Bob? Der Transport stockt. Wegen der Brände geht es nicht vor und nicht zurück. Ich habe unsere Lage gemeldet, aber da brach auch schon das Netz zusammen. Mr. Rabinski ließ mich ziehen. Tja, und Bob? Tja, und Bob? Zeig den beiden nochmal das Foto. Clarita Martinez. Kann ich nicht. Geht gar nicht. Wo steckst du? Ich finde, Clarita Martinez klingt auch wie so ein alter Schlager. Ja. Wo könnte sie denn stecken? Im Pferdestall. Vielleicht. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit. Boxen einzeln anklicken. Jetzt ist es nur eine Frage der. Vor allem, weil ja ein Mädchen den ganzen Tag mit so einem Tutti-Frutti-Hut rumläuft. Also. Nochmal hinter die Türen. Ja. Ich kann dir ja meine Zahnbürste leihen, Jo. Das wäre der. Ich habe in den Schubladen noch geguckt. Was ich weiß nicht, wenn die nur vier ist. Okay, jetzt können wir die Türen auch nicht mehr schließen. Im Uhrenschrank ist es auch nicht. Ist kein ist Geißlein. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja kein Geißlein. Tja, ja. Sieht so aus, als würden wir sie in diesem Part nicht mehr finden. Tja, schade um das Kind. Hauptsache wir leben. Ja, schon, ne? Ja gut, dann sind wir wieder in diesem Bildschirm. Und gucken mal, vielleicht finden wir sie ja im nächsten Part. Ich habe noch so einen Gedanken, da können wir beim nächsten Part mal gucken. Ja. Vielleicht hat sie sich ja in diesem großen Weinbergbild versteckt. Art Wimmelbildspiel meinst du? Ja. Können wir beim nächsten Mal gucken? Ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.